Tja, jetzt ist nicht nur die Deutsche Post dabei, sondern auch jemand anders. Hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und das Thema Streetscooter ist ja in aller Munde bekannt. Das wird jetzt nicht nur allein bei der Deutschen Post mit Streetscooter bleiben, sondern das wird jetzt weitergehen. Bei UPS, die haben jetzt auch, und ich versuche mal die einzublenden, die haben jetzt auch eigene Fahrzeugentwicklung in Auftrag gegeben. Zwar nicht bei einer eigenen Tochter, aber immerhin bei einem kleinen Startup-Unternehmen. Und das Bezeichnende da dann ist, im Gegensatz zu den Street-Scootern, die ja jetzt, sage ich jetzt mal, für den Einsatz so bei bis zu 80 Kilometer eben vorgesehen sind, weil die ganz klar die Primärversorgung halt eben sicherstellen, ist es ja bei UPS vielleicht ein bisschen anders. Die haben ja jetzt nicht unbedingt so ein kleines Zustellgebiet, sondern das könnte ja auch durchaus ein bisschen größer sein. Und von daher werden die Fahrzeuge, die jetzt für UPS entwickelt werden, so eine Reichweite von um die 200 Kilometer haben. Das ist auf alle Fälle schon mal interessanter. Da kann man dann auch diese Fahrzeuge, ja, wie auch immer, für Kurierdienste zwischen größeren Städten einsetzen. Werden extra auf UPS zugeschnitten sein, genau nach ihren Spezifikationen, so wie sie das haben wollen. So wie es auch, sage ich jetzt mal, die jetzigen UPS-Fahrzeuge sind. Das sind also alles, was UPS da einsetzt. Das ist jetzt kein Fahrzeug, was man so von der Stange zu kaufen gibt, sondern das ist konzipiert nur rein für UPS selbst. Und da geht es jetzt also auch elektrisch weiter. Das sind jetzt auch schon die ersten Fahrzeuge, sind da jetzt geordert. Ich glaube, so 200, 300 Stück haben sie da geordert. Und ja, das hört sich meiner Meinung nach ein bisschen so an, als ob das in die ähnliche Richtung wie bei Streetscooter geht. Dass wir jetzt dann halt einfach von kleinen Unternehmen oder augenscheinlich kleinen oder neuen Unternehmen auf dem Markt hier Fahrzeuge sehen werden, die also dann extra für solche Unternehmen hergestellt werden und auch wieder den großen Anbietern, die zu träge und, ja, wie soll ich sagen, zu, ja, keine Ahnung, zu dumm kann man nicht sagen, aber zu rückwärts gewandt sind, um hier auf die Kunden eben zu hören. Ja, UPS, schauen wir mal, wie es ausschaut, wie das in ein paar Jahren ausschauen wird, wenn wir diese Fahrzeuge dann vielleicht sogar bei uns eben bei uns auf den Straßen sehen werden. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.